Shalom. Guten Abend. Heute Abend wollen wir über Kleidung im Judentum. Warum ist es wichtig, schön sich anzukleiden? Und welche Rolle spielt Kleidung im Judentum? Und warum spielt so eine Rolle, was ich trage? Welche Kleidung ich trage? Warum spielt das eine Rolle überhaupt? Was die Bedeutung ist? So, man erzählt, dass Putin kommt nach China und kauft sich einen sehr besonderen Stoff. Ganz, ganz, ganz besonders. Und er freut sich auf diesen wertvollen Stoff. Und dann fährt er weiter nach Japan und er sagt, können Sie mir einen schönen Anzug draus machen? Sagt man, das ist nicht ausreichend. Mit diesem Stoff können wir vielleicht nur eine Sakko. Nicht ausreichend, mein ganzer Anzug. Dann fährt er weiter nach London. Gut, heute vielleicht fährt er nicht nach London. Und sagt man ihm, geht auf Savile's Row, sagt er, Oxford Street. Sagt er, aus diesem Stoff kann man vielleicht machen nur die Hosen von dem Anzug. Versteht nicht. Dann fährt er nach Moskau. Und sagt man, wow, so viel Stoff, man kann zwei Anzüge machen. Sagt er, ich verstehe nicht. Wie kann es sein? In Tokio haben wir gesagt, nur eine Sakko. In London haben wir gesagt, nur Hosen. Hier kann man zwei ganze Anzüge machen. Sagt man, wahrscheinlich, möglicherweise in anderen Ländern, die Menschen denken, dass sie viel größer sind, als sie wirklich sind. Heute wollen wir über die Verbindung zwischen der Person und der Kleidung, die die Person trägt, reden. Eigentlich ist die Mensch der Kleidung. Oder ist die Kleidung nur was Äußerliches? Und warum investieren wir so viel Zeit und Kraft und Geld über unsere Kleidung? Warum? Eigentlich die Kleidung ist nur ein äußerliches Kostüm. Eigentlich. Der Mensch kommt zu einem Job-Interview und möchte einen bestimmten Eindruck machen, trägt er oder sie einen schönen, beeindruckenden Anzug. Man geht zu einem Feier, trägt man ein bestimmtes Kleid. Man geht zu einer sportlichen Veranstaltung, trägt man einen sportlichen Kleid. Eigentlich die Kleid ist da, einen Eindruck zu machen. Was trägt man? Es kommt darauf an, welchen Eindruck ich machen möchte. Die Kleid ist da, um vielleicht zu decken, zu täuschen, einen bestimmten Eindruck zu machen. Und wir sehen häufig, dass die Kleidung ist nicht die Mensch. Man kann haben, eine Person trägt einen bestimmten Kleid und plötzlich gibt es einen Eindruck, dass wow. Oder eine andere Person, ja, kann anziehen ein Kleid. Kann sein, ein Multimilliardär trägt ein Kleid von einem Schmatter. Schleißer einer. Okay. Muss man verstehen, was ist die Beziehung zwischen der Mensch und die Kleid? Wenn wir schauen in die Tora, in die wöchentlichen Abschnitt von heute, von den letzten paar Wochen und heute und nächste Woche, sehen wir, dass die Tora legt unheimlichen großen Wert auf die Kleidung der Kohen Gadol und auf den Kohen. Stellen Sie sich vor, über 70 Psukim in die Torah, 74 Versen in die Torah werden gewidmet zu der Kleidung, die getragen wird im heiligen Dienst im Tempel. 74 Psukim. Welche Kleid, welchen Hemd, welchen Oberkleid, genau welche Kleid trägt die Kohen. 43 Psukim wird in die Torah in Parshat Tetzaveh über die Kleidung investiert und in Vayakel Pekudei, in diesem Abschnitt, was wir diese Woche, nächste Woche lesen, werden über 31 Verse von der Torah. Nur stell sich vor, jedes Wort in der Torah spielt eine unheimlich große Rolle. Jedes Wort, von einem Buchstaben in der Torah, können mehrere Gesetze lernen. Es gibt ganze Traktate in der Talmud, die konzentrieren sich auf einem Wort, einen Buchstaben in der Torah. Einen Wort, einen Buchstabe, die nicht vorhanden ist.
Weil die Torah ist wie die Mikrokosmos von der ganzen Welt. Es ist die Labor der ganzen Welt. Und man schaut in die Torah. Ein Wort, eine Buchstabe kann man lernen für Generationen alles. Und hier kommt die Torah und investiert 74 Verse nur in die Kleidung. Die Kleidung spielt so eine große Rolle. Welche Kleidung? Eigentlich, who cares? Hauptsache ist drin. Drin. Meine Gefühle, meine Gedanken. Eigentlich, das ist wichtig. Aber die Kleidung? Warum so wichtige Bekleidung? Was sind die drei wichtigsten Themen in der Tora? Drei wichtigsten Sätze, die drei wichtigsten Hauptschlagzeilen in der Tora? Drei wichtigsten Teile, drei wichtigsten Teile in der Tora. Was hatten sie gesagt? Einmal vielleicht Schma Israel. Ja? Ein Gott. Einmal vielleicht Matan Torah. Sehr gut, danke schön. 10 Gebote. Ja? Und einmal vielleicht die Erschaffung der Welt. Die Erschaffung der Welt. Nimm alle drei zusammen. Briat Olam, Erschaffung der Welt. Aseret HaDibrot, 10 Gebote. Und Schma Israel, die sind weniger als 74 Versen. Weniger. Die Erschaffung der Welt ist 30 Versen, die 10 Gebote sind 14 und Schma Israel sind noch ein paar. Ja. Circa 50 Versen. Die wichtigsten, wichtigsten von allen wichtigsten. Und hier kommt die Torah und erzählt uns über Kleidung von Kohen, 74 Psukim. Wie kann man das eigentlich verstehen? Warum ist Kleidung so wichtig im Tempel, im Gottesdienst und tatsächlich, eigentlich hat das nicht mit dem Mensch zu tun. Jeder Mensch kann Kleidung tragen, die nicht zu dieser Person eigentlich gehört und die Kleidung hauptsächlich macht einen Eindruck. Man kann die Kleidung ausziehen und dann ist man anziehen was anderes und dann ist was anderes. Ist die Kleidung echt? Ist die Kleidung die echte Ausdruck, wer die Mensch ist? Ein bisschen muss man das genau verstehen. Wenn wir schauen in die Anfang der Tora, werden wir sehen, was ganz anders. Jakob und Esav. Jakob hat die Kleidung Esav getragen und einen ganz anderen Eindruck gemacht. Die Kleidung ist viel mit Tauschen, es täuscht, macht einen falschen Eindruck. Aber nichtsdestotrotz sehen wir so eine große Rolle von Kleidung im Judentum. Shabbat muss man besondere Kleidung anziehen. Wenn ich nicht anziehe, besondere Kleidung, ist nicht Shabbat. Noch mehr. Wir sehen bei Kohen, die Tora sagt, wenn der Kohen nicht die Kleidung der Kohen trägt und Dienst im Tempel macht, ist ein ganz, ganz schlimmer Verstoß. Sogar Chayav Mita. Er ist verpflichtet eigentlich mit dem Todesstrafe. So im Prinzip. Es wird nicht so quasi angewendet. Aber wir sehen, wie wichtig es ist. Es ist quasi die Kleidung macht der Kohen. Wenn er Kleidung der Kohen nicht trägt, ist er kein Kohen eigentlich. Und wir sehen so eine große Rolle im Judentum für Kleidung. Warum? Die Talmud sagt uns, ein Talmid Chacham, ein gelernter Mensch, der geht mit einer Revav al Bigdo, mit einem Fleck auf die Kleidung, ist es eine Schande. Die Talmud sagt, noch ganz schlimmer als das. Er schämt auch die Torah. Und eigentlich ein ganz schlimmer Verstoß. Warum? So heute wollen wir diskutieren die Thema von Begadim, von Kleidung. Warum ist Kleidung so wichtig? So, wenn man spricht mit den Designers, die Menschen, die Kleidung Mode machen, und die Menschen, die Mode machen möchten, sprechen häufig, ich habe heute telefoniert mit einem Kleidungsdesigner hier in Berlin, weil ich wollte zum Vorbereiten der heutigen Abend, habe ich ihn gefragt. Jemand, der in Berlin hat verschiedene Kleidungsläden bekannt, habe ich ihn gefragt, was ist die Seele, die Design? Was ist die Idee von Moda-Design, von Kleidung, von gibt es eigentlich, weil du es schön findest, und es gibt so einen Hintergrund zu diesem Look.
die Look, heute spricht man über die Look, wie es aussieht. Wie sieht es aus? Manchmal, man geht zum Laden und Lea sagt, was ist der Unterschied? Nimm das. Sagst du, nein, du verstehst nicht. Du verstehst es nicht. Das muss man verstehen. Was ist da zu verstehen in Kleidung? Hat dieser Designer mir gesagt, es gibt auch einen Geist in der Kleidung. Es gibt einen Spirit. Es gibt auch einen inneren Spirit in der Kleidung. Einen inneren Geist. Man muss das verstehen. Die Kleidung hat eine, es ist nicht nur ein Stück Stoff, was man einfach irgendwie so schneidet und so. Das ist der Ausdruck, aber es gibt auch eine innere, ich meine, hier sind alle um den Tisch Frauen, die verstehen viel mehr in Kleidung als Männer. Und von dem Geist der Kleidung, gibt es einen Geist in Kleidung, ein Spirit, eine Botschaft, einen inneren Gefühl? Gibt es sowas? Gibt es so? Eine Stimmung ist ein gutes Wort. Eine Stimmung. So hat er mir gesagt, es gibt so auch in Kleidung, es ist nicht einfach ein Kleid, es gibt eine Stimmung, ein Spirit, eine innere Kraft in die Kleidung, eine Energie. So, der Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, spricht in unserem Wochenabschnitt, Vayakhel und Pekudei, über die Geist, die Spirit, die Stimmung der Kleidung der Kohen. Was möchte man mit der Kleidung der Kohen erreichen? Was ist die Spirit? Ganz einfach. Rabat ist eine Erklärung auf die Tora. Sagt er, der Kleidung der Kohen sollte ein Spirit, eine Stimmung der Königtum zum Ausdruck bringen. Der Königtum. Und er bringt uns zwei Beweise. Ein Beweis von Amnon und Tamar. Amnon und Tamar waren Kinder von König David und Amnon hat was ganz Schlimmes gemacht. Amnon wollte intim sein mit seiner Schwester, Tamar. Und er hat Tamar gelockt, er hat gesagt, er ist krank und er braucht Essen und er bittet seine Schwester, soll ihm Essen bringen. Und er hat sie wirklich vergewaltigt. Und danach am Ende einen anderen Bruder hat ihn umgebracht. Eine ganz, ganz drastische Geschichte. Auf jeden Fall, er steht, als Tamar rausgegangen ist, sie tragte der Kleidung von der Prinzessin ein Ktonet Passim, einen gefärbten mit Linien Kleid, genau wie der Kohen. Es steht da, es war eine Kleidung der Prinzessin. Auch sehen wir in der Geschichte von Purim. Mordechai HaTzadik, nachdem, was Achashverosh Haman getötet hat, steht es um Mordechai Yatza Bilavush Malchut Tchelet V'Argaman. Mordechai ist raus mit königlichen Kleidung. Und die Beschreibung der Kleidung von Mordechai, der königlichen Kleidung, ist genau ausgerechnet Teil der Kleidung der Oberpriester im Tempel. Sehen wir, sagt der Ramban, dass die Kleidung der Kohen sollte Königtum, sollte königlichen Atmosphäre rausbringen. Es gibt tatsächlich eine Geschichte in der Talmud, im Sechet Shabbat, dass eine nicht-jüdische Person hat mal gelesen die Torah und er sagte, es gibt so schöne Kleidung zu den Kohen, zu den Priestern, ich möchte konvertieren zum Judentum, weil ich möchte diese Kleidung auch tragen können. Und er kommt zu Shammai. Und er sagt zu Shammai, ich möchte konvertieren zum Judentum, weil ich möchte diesen Kleidung der Kohen auch tragen. Shammai sagte, bist du Kuckuck? Deswegen wirst du konvertieren zum Judentum. Und sowieso, wenn du konvertierst zum Judentum, bist du Israel. Und Israel ist kein Kohen. Man kann nicht die Kohen erwerben. Wie die Geschichte, der eine kommt zum Rabbiner, sagt, ich möchte unbedingt Kohen werden. Sagt er, es tut mir leid, wenn du Israel geboren bist, kannst du nicht. Sagt er, aber ich möchte unbedingt. Sagt er, ich gebe eine Spende von 10.000. Sagt, das tut mir leid, ich möchte ihn unheimlich auch, aber ich kann nicht, diesen nicht. Sagt er, 20.000, 50.000, bis 100.000. Sagt, sagen Sie, ich will noch eins verstehen, warum wollen Sie so viel Kohen werden? Sagt er, hören Sie, mein Vater war Kohen, mein Großvater war Kohen, will ich auch Kohen sein. Er wusste nicht, dass er schon Kohen ist.
Auf jeden Fall, dieser Besan kommt zu Schamai, er möchte konvertieren, damit er Kohen wird, damit er die Kleidung tragen kann. Sagt, das geht nicht. Weg. Hauen Sie ab. Geht er zu Hillel. Hillel hat verstanden, der Mensch sucht. Sagt er, okay, kein Problem. Müsste konvertieren zu Kohen, kein Problem. Aber erst mal beginnen Sie zu lernen. Und wenn Sie gelernt haben, dann können Sie es machen. Müssen erst mal, beginnt er zu lernen, Bereshit, und Abraham, und Yitzchak, und Jakob, und Shabbat, und Kosher. Und bis er kommt zu dem Punkt, wo er liest, dass jemand, der nicht Kohen ist, die trägt die Kleidung von Kohen, dann Todesstrafe. Dann lebt er nicht mehr. Sagt, oh, das will ich nicht. Ich will zwar Kleidung von Kohen werden, aber ich will nicht. Aber ich habe schon so schöne Dinge gelernt. Vielleicht konvertiere ich trotzdem. Und er hat konvertiert und seine Familie und so weiter. Das heißt, die Kleidung bringt was Besonderes raus bei den Kohen. Okay. Und tatsächlich, die Talmud sagt uns, wenn er Kleidung trägt, dann ist er Kohen. Die Talmud sagt uns im Mesechet Zevachim, bis man shebigde ha-Kohen ola, kuhunatan alehen. Aber warum? Warum? Warum soll Kleidung so eine wichtige Rolle spielen? Wir sehen das auch übrigens bei Alexander Mokdon. Alexander Mokdon, der griechische König, der nach Israel gekommen ist, am Anfang war er sehr gegen die Juden, er wollte Jerusalem erobern und dann ist er gekommen nach Jerusalem und die Kutim haben damals gesagt, zerstöre den Tempel. Und dann ist der Kohen Gadol, Shimon HaTzadik, ist rausgekommen von der Tempel und hat getragen heiligen Kleidung von Kohen Gadol. Und Alexander Mokdon hat ihn gesehen, hat das runter von seinem Pferd und hat gebuckt zu ihm und gesagt, das ist genau die Vision, die ich sehe, wenn ich zum Krieg gehe. Und am Ende war er sehr gut zu dem jüdischen Volk. So viel, dass viele jüdische Menschen haben gesagt, wir nennen unsere Kinder Alexander. Und so ist der Name Alexander zu einem jüdischen Namen geworden. Nach dem griechischen König Alexander Mokdon. So, wir sehen von einer Seite die Kohen Gadol, die Kohen soll Kleidung tragen. Von der anderen Seite, wir verstehen es aber nicht. Warum soll eine äußerliche Kostüme so eine große Rolle im Judentum spielen bei den Kohen? Die Kleidung ist eigentlich äußerlich und die Mensch ist innerlich. Und noch mehr, um die Frage noch mehr zu machen. Was ist überhaupt ein Kohen, ein Priester? Was ist das überhaupt? Wer war die erste Kohen? Aaron Kohen. Der liebe Gott kommt zu Moses und er sagt zu Moses, du sollst nach Pharao gehen. Deine Brüder sind Sklaven in Israel. Sag Pharao, let my people go. Lass die Menschen gehen. Und Mose sagt zu, lieber Gott, weißt du, ich bin die Kleine. Ich habe einen Bruder, der die große Bruder ist, Aaron. Warum soll ich zu der, lieber, warum soll ich zu Pharao gehen? Ich bin nur die kleine Bruder. Geh zu meinem Bruder, ich möchte nicht, er soll neidisch auf mich sein. Er ist mein großer Bruder, sagt der liebe Gott. Dein Bruder, Aaron, er wird nicht auf dich neidisch sein. Weil er wird Kohen sein. Und was ist ein Kohen? Was ist eigentlich der Priester? Der Kohen ist nicht der Rabbiner. Der Kohen ist nicht derjenige, der sitzt ganz oben. Der Kohen kann auch in die letzte Reihe sitzen. Der Kohen ist der Mensch, der er einfach ein gutes Herz hat. Er hat kein Neid. Er ist der Person, die immer sucht, positiv über andere zu denken. Er ist der Mensch, der immer versucht, Frieden zu bringen. Aharon war Ohev Shalom, Rodev Shalom, liebt den Frieden, rennt nach dem Frieden. Der Kohen ist derjenige, der immer sucht, Frieden zu machen, der bereit ist zu verzichten für andere. Er wird nicht neidisch auf dich sein, sagt der liebe Gott zu Moses. Du kannst nach Pharao gehen. Das ist die Besonderheit der Kohen. Das ist eigentlich eine innere. Weißt du, wenn einer Ausschlag bekommt auf dem Körper, weil er schlecht über jemand anders gesprochen hat, kommt er zu der Priester und der Priester sagt, ob das jetzt ihm unrein macht oder nicht unrein macht. Vielleicht der Priester ist kein Rabbiner, er weiß nicht die Gesetz. Der Rabbiner sagt die Kohen, die Gesetz ist so und so. Und der Kohen sagt, die Gesetz ist so und so. Es muss vom Kohen kommen. Warum? Weil er hier ist der Mensch, der immer alle liebt. Und er wird immer einen Weg suchen, den Mensch nicht als unrein zu deklarieren. So, das ist eigentlich ein innerer Gefühl. Eine innere Überzeugung. Ein großes Herz. So, wenn es so viel Inneres ist, warum muss man die Kleidung so viel betonen,
dass wenn er die Kleidung nicht trägt, dann ist er nicht Kohen. Wie kommt das zusammen? Wenn es die innere Überzeugung ist, die macht ihm zu, wer er ist, warum spielt eine Rolle die äußerliche? Muss man verstehen. Und ich bin überfragt, weil das ist nicht nur bei Kohen, es ist Shabbat. Shabbat soll man Kleidung tragen. Wenn man Shabbat nicht Kleidung trägt, hat man die Shabbat nicht respektiert. Wo kommt Kleidung übrigens? Wo sehen wir die ersten Mal Kleidung überhaupt in der Welt? Adam und Eva. Wir wissen, vieles in der Welt wird von Menschen gemacht. Auch wenn es von Gott gemacht ist, aber es wird von Menschen mitgemacht. Zum Beispiel Brot. Der liebe Gott macht Weizen, aber der liebe Gott hat nicht gemacht, dass Brot soll wachsen. Es gibt keine Brot, die wächst. Und der liebe Gott möchte wir auch was bemühen. Deswegen, wenn er macht Brot, werden wir gar nicht schätzen. Macht er Weizen, wir müssen bemühen. Mühe. Die Weizen Mehl machen und Brot backen, etc. Essen. Essen muss man kochen, muss arbeiten. Panusse. Der liebe Gott kann uns einfach Geld schicken in die Post jeden Tag. Ein Paket von Geld in die Bankkonto. Kann es machen. Aber dann werden wir es gar nicht schätzen. Das ist kein Problem für ihn. Aber werden wir dann glücklich sein? Wenn die Geld einfach von uns fällt jeden Tag, werden wir glücklich sein? Nein. Haben wir schon gelernt in den letzten Wochen. Nur was wir ins Bemühen schätzen wir. Wenn alles so einfach kommt, dann ist es selbstverständlich. Dann habe ich das, will ich mehr. Denke nicht, wir denken nicht, was wir haben. Wir denken, was wir nicht haben. Wenn wir bekommen eins, dass wir es bekommen haben, selbstverständlich. Dass wir es morgen nicht bekommen, wo war das? Haben wir schon mehrere Mal gesagt, die Geschichte mit der Oma, ne? Kannst du erinnern? Die Oma, die läuft am Ufer mit ihr kleinen Enkelkind, haben wir schon mal erzählt. Plötzlich kommt eine Welle, nimmt die Kind rein, sagt sie, lieber Gott, kommt noch eine Welle, raus. Kommt Kind, kommt raus und sagt sie, was ist mit seiner Hüt? Wir sind geneigt, immer zu gucken, was wir nicht haben. Wenn alles kommt, ist es selbstverständlich. Das ist kein Big Deal. So, alles hat Gott gemacht, dass wir alles selber mitmachen müssen. Essen, Vorbereitung, Panusse. Wir müssen alles mitmachen. Es gibt aber eine Sache, die von Gott gekommen ist. Kleidung. Adam und Eva waren im Paradies. Und Gott hat gemacht, am Anfang war keine bösen Trieb in der Welt. Keine Ego. Keinen Ich, keinen Misch, keinen Negativ, keine Gegen. Hatten sie im Paradies ohne Kleidung, weil sie waren überzeugt, dass alles kann für Gott genutzt werden. Mein Gesicht, meine Hände, mein ganzer Körper, ich brauche nicht, alles ist für Gott. Aber dann ist gekommen der Ego und gesagt, ich möchte. Ich möchte das. In dem Moment, wo es die Egos reingekommen, plötzlich, sie haben gegen Gott gestoßen, weil der Ego ist ein Gegengewicht, hatten sie plötzlich gegessen. Was sie gegessen haben, plötzlich der Ich ist verwirklicht geworden. Solange sie nicht gegessen haben, was verboten war, war nur Gott. Wenn sie gegessen haben, haben sie quasi ein Gegengewicht zu Gott gemacht. Der Ich, der Mich, es gibt ihn und es gibt mich. Hatten sie plötzlich gemerkt, es gibt Teile, die nicht für Gott vielleicht sind. Und sie haben sich geschämt. Und dann, wir haben aber immer noch Kleidung nicht gemacht, hat Gott für die Kleidung gemacht. Gott hat gesagt, jetzt sollst du dich decken. Weil es gibt einen Teil von dich, die für dich ist, die nicht für mich ist. Das muss dann gedeckt werden. Noch mehr, sagt die Tora. So Kleidung ist von Gott. Aber noch mehr, sagt die Tora. Auch wenn ein Mensch alleine ist, ganz interessant, es gibt ein Halacha, ein Shulchan Aruch, nicht alle wissen das, mach auf Shulchan Aruch, Siman Bet, gleich am Anfang. Sagst du Shulchan Aruch, auch wenn ein Mensch alleine ist und keine andere Person da ist, soll der Mensch Kleidung tragen. Warum muss ich, wenn Kleidung ist da, damit ich schämen soll, damit ich für andere Menschen schämen soll, so warum brauche ich Kleidung, wenn ich alleine bin? Nein, sagt die Tora, auch wenn du alleine bist, bist du nicht alleine, Gott ist da. Hashem ist da. Und auch wenn du alleine bist aus der Kleidung, und auch wenn ein Mensch liegt alleine zu Hause im Bett und es ist warm draußen, soll der Mensch sich decken. Nicht nackt so einfach offenlegen, soll der Mensch sich decken. Warum? Warum? Ich bin doch alleine. Okay, Gott ist da, aber wir müssen verstehen. Die Idee von Zniut,
von Bescheidenheit, wie wir uns kleiden, auch wenn ich alleine bin. Auch wenn ich alleine im Bett schlafe. Auch wenn ich sogar, steht in die Tora, dass die Menschen nicht einfach ohne Kleidung gehen. Auch in Plätzen, wo manchmal man geht ohne Kleidung. Wir reden jetzt nicht nur, wenn man duscht natürlich, aber wir reden allgemein, das Konzept von Kleidung und Bescheidenheit ist immer vorhanden. Sehen wir auch weiter beim Gebet. Wenn ein Mensch bettet, steht, der Mensch soll einen anständigen Kleid tragen. Die Menschen haben geht mit T-Shirt und was, man bettet so etwas ein bisschen mehr bescheiden. Ja, die Tora sagt, weil wir nicht jetzt, weil die Menschen mindestens dafür sorgen, dass die Kleidung ist sauber beim Betten. Lieber Gott, er sagt überall, er kennt mir. Habe ich einen Fleck, nicht einen Fleck, ich trage Kleidung, trage nicht Kleidung, ich kann mir sowieso. Für wen muss ich jetzt eine Show machen? Eine Show? Warum ist Kleidung so äußerlich? So hört sich so an wie, you know, eindrucksmäßig. So viele Bekleidungen, Kleidung, Schabbat und Feiertagen. Trag man Kleidung. What's the big deal? So viel Kleidung. Muss besondere Kleidung. Da steht der alte Rebbe, der Baal HaTanya war im Gefängnis, hat er natürlich kein Schabbatkleidung mitgehabt. Man hat ihm nicht gegeben die Chance. Aber er wollte im Gefängnis für Schabbat. Hatte so ein kleines Handkerchief, ein kleines so Stoff, und hat es auf seine Hand gelegt, damit so quasi Schabbat. Meine Schwester Minna war im Krankenhaus. Sie hat gelebt 7 Jahre. Und sie war im Krankenhaus, Memorial Sloan Kettering in New York. Und Schabbat ist gekommen. Sie sagt, meine Mama, sie möchte Schabbatkleidung. Ich sage, Mama, keiner ist da. Sagt sie, die Schabbatkönigin ist da. Was ist die große Geschichte von Kleidung? Das müssen wir wirklich verstehen. Kleidung ist Vertäuschung. Kleidung ist Verdecken. Kleidung ist ein Eindruck zu machen. Aber lass uns schauen in den Chumash Bereshit. In Chumash Bereshit gibt es, man erzählt einmal, war in so eine Israeli, you know, die Israelis, die kommen, ich komme mit T-Shirt und Jeans, und man kommt zu einem wichtigen Business-Meeting, kommt nach Berlin, und man will jetzt ein Portfolio kaufen, sagt man, weißt du, komm nach Deutschland, kannst du kommen mit T-Shirt und Jeans und Shorts, und Leute werden nicht verstehen. Sagt ihr, was muss ich machen? Sagt, das ist ein normales Anzug. You know, Eindruck machen. Er kommt nach Berlin und legt seine Jeans und einen Anzug und alles läuft gut. Ein Tag, 2 Tage, so 4, 5 Tage hat er gedauert, die Verhandlung. Und am Ende, der Investor hier in Berlin begleitet ihn zum Flughafen, das war damals nach Tegel, sagt ihm, sie haben sehr, sehr gut ausgesehen, alles, aber nächstes Mal komm nicht nur mit einem Anzug für eine ganze Woche, bitte. Gut, ich weiß, heute in die Welt von Hightech, man wüsste gerade anti-offiziell und doch nur mit Jeans und Shorts. Nichtsdestotrotz gibt es, keiner wird jetzt so einen offiziellen Termin, gerade in die Einladungen hier, häufig findet man, welchen Anzug oder welchen Kleidungsart soll man tragen, was Black Tie oder was auch immer. Gibt es doch, es gibt doch ein Protokoll, kann man sagen. So, es gibt in die Tora, im Chumash Bereshit, sehen wir was ganz Komisches eigentlich. Weil wir reden jetzt die letzten halbe Stunde über Kleidung und Kleidung ist eigentlich so wichtig und Kohen und 74 Psukim und Shabbat und Koscher und alles so mit Kleidung. Aber wenn wir schauen in die ersten Chumash, die Tora, sehen wir 4-mal Kleidung und immer mit einem einer Eindrucks. Verbindung. Wir sehen, als Adam und Eva die ersten Mal Kleidung getragen haben, die Wort Beged, sagt der Ramban, kommt von dem Wort Begida, Livgod. Livgod heißt wie heißt das auf Deutsch? Livgod. Wenn man fremd geht in eine Ehe, fremdgehen in eine Ehe heißt Begida. Man hat falsch sich benommen. Sagt der Ramban, Berge ist von Gida. Die Kleidung kann manchmal den falschen Eindruck machen. Man trägt eine Kleidung und das ist nicht, was die Mensch wirklich ist. Und das war bei Adam und Eva, nur mussten Kleidung tragen, nachdem was sie gegessen haben. Wir sind bei Jakob und Esav. Jakob wollte seinen Vater eigentlich anlügen, eigentlich, obwohl er das verdient. Er hat das erstgeborene Recht gekauft, aber wie auch immer.
hat er Kleidung seiner Brüder getragen. Und die Vater sagte, Hakol kol Yaakov, Yedayim Yedei Esav. Die Stimme ist Jakob, die äußerliche, die Hände sind Esav. Man sagt ja, von hier können wir es positiv lernen. Auch wenn ein Mensch in der Welt agiert als Esav, als negativ, aber du musst immer drin schauen. Drin ist nicht Esav, drin ist Gutes. Auch wenn mein Kind negativ, ach, das ist nur äußerlich. Das sind nur die äußeren Hände. Aber drin ist er Jakob. Man erzählt über die Zeit der Zerstörung der Tempel, die Räume, die römischen Kräfte, die hatten Angst, in den Tempel reinzugehen. Sie wussten, der Tempel ist heilig. Hatten sie geschickt, haben gesucht, jemanden reinzugehen, erstmal als Versuchskaninchen so reingehen. Haben sie gefunden, einen jüdischen Junge da, sein Name war Josef Meschita, die Gemeinde sagt das. Die war immer gegen alles und hat gesagt, hey, du geh rein im Tempel, wir wollten sehen, ob etwas passiert, du kannst sagen, was du möchtest. Er ist reingegangen und hat genommen die Menorah, die goldene Menorah, die Leuchte, und hat das rausgetragen. Und dann ein römischer Soldat gesagt, nein, das nehmen wir für uns. Geh wieder rein, nimm was anderes. Sagte, dai, es ist genug, dass ich einmal gegen meinen Gott gegangen bin. Ein zweites Mal gehe ich nicht. Haben gesagt, geh, nimm was anderes. Du wirst 3 Jahre die Steuer uns zahlen müssen. Sagte, dai, es ist genug, ich bin gegen meinen Gott einmal gegangen. Und am Ende hat er verweigert reinzugehen. Und man hat ihm auf Holz gelegt und ihm getötet. Mit Nagel und getötet. Aber er sagte, ich gehe nicht ein zweites Mal gegen. Das heißt, in Klammern, auch wenn die Hände sind Esav, drin ist Jakob. Wir sollen niemanden als Esav beurteilen. Vielleicht nur die Äußerliche, aber drin ist der Mensch immer Jakob. Auf jeden Fall, das war die zweite Mal. Ein drittes Mal sehen wir bei Josef. Josef, die Brüder haben ihn verkauft und wollten die Vater einen falschen Eindruck machen. Haben sie gesagt, dass er war gegessen von einem wilden Tier. Falsche Kleidung, hat seine Kleidung in Blut getaucht. Und schließlich mit Tamar. Tamar wollte unbedingt mit Yehuda sein. Hat sie gedeckt ihr Gesicht. Mit einem Schal. Auf jeden Fall, wir sehen immer in Chumash Bereshit Kleidung mit einem negativen Bezug. Kleidung ist immer für falschen Eindruck benutzt. Und hier sehen wir in unserer Parasha, in unserer Chumash, wie Kleidung so wichtig ist. Der Gegensatz, Kleidung Shabbat, Kleidung Freitag, Kleidung der Kohen, 74 Psukim. Wollen wir endlich jetzt verstehen, wir haben jetzt eine halbe Stunde diskutiert, was ist die Rolle von Kleidung? Die äußerliche falschen Eindruck spielt so eine große Rolle im Judentum. Vielleicht will jemanden ein Angebot machen, um das zu erklären. Oder was essen. Kurze Pause und dann können wir die Antwort erklären. Bessere Laune, wenn man nicht nur sportlich oder ganz irgendwie ungemütlich oder wie man zu Hause ist, wenn man mal nicht gut gelaunt ist, sondern man kleidet sich und fühlt sich dann auch feels good. Gut, reich, aber, schön. Ja, ja. Was Besonderes auf diesem Tag. Und das Merkwürdige ist, dass wenn die Kohen die Kleidung nicht tragen, ist er dann keine Kohen. Wenn wir die Kleidung nicht tragen, dann bin ich nicht ich, wenn ich die Kleidung nicht trage, die andere beeindruckt. So, lass uns das Beginn hier versuchen zu erklären. Ich möchte heute 2 Kleidungen präsentieren. Der eine einfache und der zweite ein bisschen tiefer. Lass uns beginnen mit einer Geschichte, die passiert hat im März 2000 in Israel. Eine dramatische Geschichte, die ich gehört habe von der Person selber. Der Person selber, einen Junge damals, heute nicht mehr ein Junge, in Israel, in Kfar Chabad. Dankeschön. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam shehakol nehi abidvaro. Es ist gekommen, der Feiertag von Purim. Und es war die Zeit von der Intifada in Israel, eine schwierige Zeit. Bussen haben explodiert, die Terroristen
kannten keine Grenze, leider. Menschen, Männer, Frauen, Kinder, Bussen, Subaru in Jerusalem. Ganz schlimme Dinge haben passiert. Menschen hatten Angst, rauszugehen auf die Straße. Und sicherlich hatten sie Angst zu gehen in der, was wird genannt, Westjordanland, was wir nennen, Yehuda und Shomron. Yehuda und Shomron. Aber Purim ist Purim. Und der Rebbe, unser Rebbe, sagte, man muss gehen, die Soldaten, Freude zu bringen am Purim. Also sind die Yeshiva-Jungs rausgegangen im Autos zu den verschiedenen Soldaten, Besisei Zahal, der, wie heißt das auf Deutsch, die Posten, wo die israelische Armee ist, um die Freude zu bringen. Gewaffnet mit Hammentaschen, Kostüme, Megillot, Essen, Freude. Eigentlich war es ein bisschen gefährlich, aber Soldaten Freude zu bringen. Der Rebbe hat immer darüber gesprochen. Ich habe selber, als ich ein neunjähriges Kind war, 1982 gehört, saß ich in New York bei Shabbos Nachmittag. Ich habe selber gehört, wie der Rebbe spricht. Dieses Jahr Purim sollen wir bringen die Freude von Purim zu allen Juden auf die ganze Welt. Ich habe meinen Vater gefragt, was meint er? Alle auch in Japan? Aber der Rebbe hat so die ganze Welt. Und natürlich, die Soldaten sind die allerersten. Chayilei Tzah, Zwagen al Israel. Und in einen Van sind gefahren 7 junge Yeshiva Bachurim. Einer davon war Mandy Offen und sein Bruder Schmulik Offen. Vielleicht Rebbe Zinsegel kennt die Offen-Familie. Ich sprach es Offen, bekannte Familie in Israel. Und sie waren 300 Meter weg von einem Machsom, einem Checkpoint, Takumia in Yehuda Shomron. Und plötzlich, Terroristen haben geschossen. Aber nicht eine, mehrere. Überall gespritzt auf diesen Van mit Pistolen, mit Gewehr. Und der Fahrer von Mandy Offen hat einfach sofort gedrückt auf dem Gas, bis zum Checkpoint, ohne zu schauen. Und sofort haben die Soldaten dort gesehen. Und wir haben alle rausgenommen. Und der eine, der Mandy Offen, die damals, ich glaube, der Schmulik Offen, ich glaube, der Jüngere, damals war er vielleicht 16 oder 17 Jahre alt, eine Kugel ist rein in ihm und hat vermisst in seinen Kopf mit Millimeter die Hauptblutgefäß, die Hautblutgefäß mit Millimeter, aber nichtsdestotrotz lag er dort und war in einem schrecklichen Zustand. Man dachte, er wird es nicht schaffen, er wird nicht überleben. Sofort eine Ambulanz hat ihn genommen und hat ihn reingelegt und gefahren nach Hadassah in Jerusalem. Aber der Weg ist trotzdem 50 Minuten. Und die Chancen, dass er überleben wird, waren sehr klein. Auf einmal, nach 5 Minuten Fahren, haben sie gesehen, ein sehr starken, es war schon abends, ein starken Licht. Sie konnten nicht weiterfahren, sie haben gesehen, das war ein Hubschrauber. Mit dem Hubschrauber nach Jerusalem war es 5 Minuten. Er hat ihn nach Jerusalem gebracht, nach Hadassah, sofort im OP. Und Wunder von allen Wunders, Wunder von Purim, dieser Junge hat einen langen, langen Weg begonnen und er ist wieder nach einem Jahr gesund geworden. Und diesen zwei Brüder haben übrigens eine Organisation gegründet in Israel, zu helfen Soldaten. Und bis heute gibt es hunderte Menschen. Wir haben vor ein paar Jahren eine Studentengruppe gemacht nach Israel und wir sind zu einem Bassistsaal gekommen. Und die haben das organisiert. Wir haben gemacht ein großes Barbecue. Sie haben eine große Organisation zu helfen. Chabad, Bezahl. Und sie haben mehrere Menschen, die arbeiten dort. Und die leiten und organisieren. Und das haben sie ihr Leben dafür gewidmet. Aber hier ist eine große Frage. Wer hat die Hubschrauber gerufen? Wieso ist ein Hubschrauber innerhalb von 5 Minuten gekommen? Leider passieren viele Dinge in Israel. Nicht jeden Mal kommt ein Hubschrauber. Und die Geschichte ist tatsächlich unglaublich. Es war Purim. Mandy Offen hat schon sich mit Soldaten beschäftigt. Hat er auch er hat sich verkleidet mit einem Kostüm von einem Sgan Aluf, von einem Witzengeneral.
Und 5 Minuten davor hat sein Bruder gesagt, mir ist kalt, hat er auf seinen Bruder das gelegt. Einer der Soldaten hat gesehen, er hat gesagt auf die Radio, wir haben hier einen Skandaluf, ein Vize-General, der hier erschossen war. Und man hat sofort von der Kirche in Tel Aviv gesagt, Hubschrauber. Und sein Leben war davon gerettet. Das ist eine wahre Geschichte, die passiert hat, genau mit diesen Personen auch. Fazit. Beged Yotzer Roshen. Ein Kleid macht einen Eindruck. Wenn man einen Mensch sieht, vor dem, was der Mensch angefangen hat zu reden, vor dem, was der Mund aufgegangen ist und ein Wort gesprochen ist, wird schon ein Urteil über diesen Mensch getroffen. Halbe von dem Eindruck der Person ist vor dem, was der Mensch überhaupt ein Wort gesagt hat. Wie der Mensch verkleidet ist. Wie sieht der Mensch aus? Die erste Sache, was man sieht, ist, wie ist diese Person gekleidet? Eine wichtige Kleidung macht einen wichtigen Eindruck. Das ist so. Die Gemara sagt, Rabbi Yossi hat gesagt, Moni di mechabedusse. Die Kleid ehrt die Mensch. Die Kleid ist nicht nur ein Kleid. Die Kleid ist, was die Mensch zum Ausdruck bringt. Die Gemara sagt, die Halacha sagt, in Shabbos steht nicht in die Tora, man soll schöne Kleidung Shabbat tragen. Steht nicht in die Tora. Steht aber in die Tora, man soll Shabbat ehren. Lechabdo. Wie ehrt man den Shabbat, sagt die Talmud, durch Kleidung. Wir hatten mal einen sehr heißen Sommer, Freitagabend hier. Wir hatten so ein paar Chassidim, Gere Chassidim aus Israel. Und die sind zu uns nach Hause gekommen. Und einer sagt, der steht Shabbat, muss man ehren, respektieren und man muss Vergnügen haben. Sagt er, bei uns sagt man, diesen schweren Streimel zu legen, das ist Ehre für Shabbat. Die abzunehmen, das ist Vergnügen für Shabbat. Hat er uns gesagt, und dann dieser Gere Chusser war da. Auf jeden Fall, die Kleidung ist Ehre. Die Kleidung bringt Ehre, bringt Respekt und macht einen Eindruck. Und noch tiefer, wir müssen noch tiefer gehen. Wir wissen, dass Gott hat gesagt, zu machen dem Tempel, der Stiftzelt, wann war das? Nach der Sünde von dem goldenen Kalb. Die Juden sind aus Ägypten gekommen, Gott hat gegeben die 10 Gebote und Moses nach oben gegangen, 40 Tage später machen sie einen goldenen Kalb. Warum? Weil die Juden sagten, die dachten, wir wollen einen Gott haben, den wir auch sehen können. Und wir sollen Gott lieben, aber wir sehen ihn nicht, wir hören ihn nicht, wir wissen, er ist da. Und leider, die Yetzer Hara, die bösen Trieb, hat das so falsch genommen in die falsche Richtung. Der liebe Gott sagt der Nacht, dann weißt du was? Baut einen Tempel. Mach mir einen Tempel, weil natürlich die Frage wird gestellt, der große, unbegrenzte Gott braucht ein Zuhause. Was ist nur in diesem Tempel? Er sagt, gegenüber die Straße nicht. Er ist nur in Jerusalem bei der Klagemauer. Er ist nicht in Berlin und London. Er ist nicht in New York. Er ist nicht bei mir, mein Herz. Er braucht ein Zuhause. Was ist das? Unbegrenzt. Natürlich ist es unbegrenzt. Aber wenn wir begrenzten Menschen in einem konzentrierten Ort sehen, einen Ort, wo Hashem wirklich manifestiert, natürlich ist Gott überall. Aber es hilft uns, wie wir in unserem Körper sind, nachvollziehen zu können. Übrigens, apropos auch der Idee von der Rebbe. Natürlich, der Rebbe ist nicht für den Rebbe. Der Rebbe ist für Gott. Gott behüte, gibt es keinen Papst im Judentum. Der Rebbe ist transparent. Der Rebbe hat keine Ego. So, hier ist ein Mensch, was durchgedrängt ist von Göttlichkeit. Was sein ganzes Leben trainiert hat, sein Körper auf die Ebene der Seele zu sein. Deswegen, man geht zu der Rebbe, man geht zu der Oil zum Beispiel. Das ist nicht irgendeine heilige Stätte. Das ist ein Ort, wo man spürt, genau wie der Rebbe hat in seinen Körper transparent gemacht, die Ebene seiner Seele. Man spürt das auch bei uns. Es wirkt auf uns. Deswegen ist es unglaublich wichtig, dass man wirklich da ist, weil man spürt die Seele. Auf jeden Fall, Hashem sagt, er macht den Tempel, damit, natürlich ist Gott überall, aber hier ist Gott spürbar, in der physischen Welt manifestiert. Das ist auch die Idee von der Kleidung. Man kommt zu Bet Mikdash, man kommt zu Kohen und man sieht, man spürt, man weiß, hier ist Hashem, physisch und spirituell. Dann die physische Kleidung quasi bringt zum Ausdruck, dass Gott ist nicht nur an die spirituelle Welt begrenzt, er ist sogar in die Kleidung. Und wenn man die Kleidung macht auch bringt zum Ausdruck die spirituellen
Kraft, die in diesem Moment, in diesem Ort vorhanden ist. Deswegen tragen wir schöne Kleidung Schabbat. Nicht, weil die Kleidung täuscht, sondern weil die Kleidung ein Ausdruck ist. Übrigens, das ist auch der Idee, der Rebbe hat mal gesprochen, auf dem Negativ, genau wie im Positiv, wenn man nicht Kleidung trägt. Er sagt, heute gibt es eine neue Sache in Amerika. Menschen denken manchmal, dass wenn ich Kleidung nicht trage, bin ich mehr attraktiv. Das heißt, kann passieren, eine Frau denkt, oder ein Mann, wie auch immer, dass ich bin nicht genug wichtig, dass er soll mich respektieren für mein Wissen, für meinen Verstand, für mein Gefühle, für meine Persönlichkeit. Ich muss sich ausziehen, damit er mich respektiert. Man macht sich, im Gegenteil, man macht Disrespekt für sich. Im Gegenteil, wenn man Kleidung trägt, dann bin ich der Prinzessin. Kol kvoda bat melech penimai. Im Gegenteil, die Schönheit einer Prinzessin ist drin. Wenn ich verkleidet bin, in einem schönen, brillant, legt man nicht auf die Straße, hängt man nicht auf der Straße. Das ist ein gepackt. Besonders, das ist auch die Idee von Zniut. Auf jeden Fall, wir sehen auch, so das ist die erste Erklärung über die Idee von Kleidung. Es macht ein Statement und bringt auch dem spirituellen Kraft in der physischen Welt. Aber die Antwort ist nicht ausreichend. Warum? Das ist eine gute Erklärung. Aber warum, wenn ich alleine bin, brauche ich das dann? Das ist gut für einen Eindruck. Aber wenn ich alleine bin, brauche ich trotzdem Zniut. Ich mache ein bisschen fast vor, ich sage es ein bisschen spät. Ne? Aber warum, wenn ich alleine bin, brauche ich dann die Kleidung? Wenn es ist nur um die Eindruck und die Spirituellen in den Materialien zu bringen und um Respekt zu geben, wenn ich alleine bin, brauche ich keine Kleidung eigentlich. Kann ich nicht eigene Emotionen. Die... Muss man das verstehen. So, es gibt eine der großen, bekanntesten Schneidereien in Amerika. Ist eine jüdische Person, sein Name ist Martin Greenfield. Du kannst ihn googeln, ich habe ihn heute gegoogelt auch. Ayid, ich weiß nicht, ob er lebt mehr. Und er hat gemacht die Anzüge für die Präsidenten. Übrigens, in der Zeit von dem Suezkanal in den 50er Jahren, hat er das auch genutzt, hat er gelegt in den Anzug von Präsident Eisenhower, ein Zettel, dass also Israel helfen und unterstützen und nicht so viel Angst haben von den Ägyptern. Und er hat es in, er konnte nicht in Eisenhower, hat den Anzug angezogen. Schaut er drin. Er hat erzählt, er kommt nicht von einer Familie von Schneider. Nicht sein Vater war Schneider, nicht die Mutter war Schneider, nicht die Großmutter, nicht die Großvater. Wie ist er ein Schneider geworden? So ein berühmter Schneider, Martin Greenfield. Der Name, der jüdische Name war Moshe Yeshua Greenfield. Wie ist er so bekannt geworden? Warum wollte er? Erzählte er, dass er war in Auschwitz. Und er war ein bisschen begabt, hat man ihm eingesetzt, die Nazi-Uniforme zu machen. Und einmal, er war aber böse, warum muss ich die Nazi-Uniform für dich machen und die töten mir? Hat er einmal gemacht, so hat er gemacht für einen bestimmten Nazi, aber gemacht das ein bisschen zu stark, damit es auch nicht so bequem fühlt. Und der Nazi hat angelegt, der Mann sogar dem Hemd, ich weiß nicht, was war, und es war nicht gut zugemacht. Und er war sehr böse, er hat ihn geschlagen, hat abgenommen dieses Hemd, diese Jacke, und gesagt, du schmutziger Jude, hat ihn geschmissen auf ihm, diese Hemd. Und hat ihm geschlagen. Dachte, weißt du was, ich nehme diese Hemd für sich. Und hat das gelegt, angezogen. Und über dem hat er gelegt seine Kleidung, was er tragen musste in Auschwitz. Und er hat gemerkt, das ist komisch. Dass wenn er diese Kleidung von dem Oberkommandor trägt, er fühlt sich ein bisschen stolz. Keiner hat das gesehen. Nur er wusste. Aber er tut sich gefühlt so mit Atefach Hor, sagt man, mit einem mit ein paar Zentimeter höher hat er gefühlt. Seine Schuhsohle dachte er, jetzt ein bisschen höher fühlt, ein bisschen mehr Stolz. Keiner wusste das, aber alleine, dass er es wusste, hat ihm gegeben mehr Stolz. Und er hat die ganze Zeit, ein paar Jahre lang, das getragen, unter sein Hemd. Und es hat ihm gegeben so viel Kraft, auch wenn keiner es wusste. Warum? Weil die Kleidung ist nicht etwas, die nur wirkt auf andere. Es wirkt auch auf mich. Alleine, dass ich weiß, dass ich diese Kleidung trage, es gibt mir ein bestimmtes Identität. Wenn ich weiß, wenn auch ich alleine bin, dass ich gehe nicht nackt wie ein Hund. Ich gehe wie ein Mensch. Kleide mich. Respektvoll. Es sagt zu mich auch, wer bin ich eigentlich? Nicht, dass ich die Kleidung brauche, sondern dass die Kleidung sagt mir zu mich, wer bin ich?
Nach die Taten geht die Mensch. Die Kleidung hilft mir zu verstehen, wer ich bin. Um ein bisschen abschließend tiefer zu gehen, der Chassidismus erklärt uns, es gibt zwei Dimensionen in der Mensch. Es gibt die Mensch selber und es gibt die Kleidung der Seele. Die Seele selber ist das Essenz, die Intellekt, die Weisheit und die Emotionen. Das sind die Essenz der Seele ist meine Essenz und meine Kräfte, mein Intellekt, was ich fähig bin zu verstehen, meine Emotionen, was ich fühle. Aber was ich tue, das bin ich nicht. Das ist, was ich tue. Das ist meine Kleidung meiner Seele. Was ich rede, das bin ich auch nicht. Aber das ist die Kleidung meiner Seele. Und sogar meine Gedanken, was ich denke, nicht die Fähigkeit zu denken, was ich, die Gedanken, die mir beschäftigen, die Gedanken, die mir beschäftigen, was ich denke, das ist die Kleidung meiner Seele. Das ist die Levushim. Jetzt, wenn du schaust in die Tora, eigentlich, das ist nicht mich. Aber die Hauptziel von Judentum ist die Kleidung meiner Seele. Was ich tue, was ich rede, was ich denke. 613 Mitzvot haben wir. 606 von den 613 beschäftigen uns mit der Kleidung der Seele. Mit meinen Taten, mit meiner Rede, mit meinen Gedanken. 606, stell dir vor, von den 613. Nur 7 Mitzvot beschäftigen sich nicht damit. Beschäftigen mit, was ich fühle und was ich fähig bin zu verstehen. Aber 606 sind mit meinen Taten, meine Rede und meine Gedanken. Weil, obwohl ich bin nicht meinen Taten und meine Kleider, meine Rede und meine Gedanken, aber das ist, was ich in die Welt wirke. Und das ist, was der liebe Gott sagt. Ich erwarte nicht von dir, du sollst Tzaddik werden, dass du sollst nur reine Gefühle haben und reine Gedanken. Ich erwarte von dir, dass du sollst herrschen über deine Taten. Wenn du plötzlich auf die Internet surfst, ein Tzaddik plötzlich kommt auf ein nicht schönes Bild, er sieht es gar nicht. Ein Benoni, ein normaler Mensch, er sieht es, aber er kann entscheiden, ich klicke es weg. Wenn ich es nicht wegklicke, habe ich verloren, bin ich nachgegeben. Der Kampf in der Mensch ist, zu herrschen über die Taten, über die Rede, über die Gedanken. Das kann ich herrschen, wenn ich möchte. Wenn ich nicht möchte, wenn ich nicht mache, was ich nicht möchte. Ich möchte nicht genug. So was sehen wir, die Kleidung ist so wichtig, auch die spirituelle Kleidung und auch die physische Kleidung. Weil die physische Kleidung sind ein Ausdruck, auch für mich. Wer bin ich? Und man kann tiefer in dem erklären, aber die Zeit ist nicht ausreichend. Moshe hat Spione nach Israel geschickt. Und Yeshua hat Spion nach Israel geschickt, als er die Lande erobern wollte. Yeshua hatte Erfolg und Moshe nicht, weil bei Yeshua, er wollte nicht das ganze Land. Das ganze Land steht für das gesamte Person. Die Gedanken, die Intellekt, die Gefühle und die Taten und die Rede und die Gedanken. Und Yeshua wollte nur Jericho. Jericho war das man Ulahar, das war das Öffnung. Das heißt, es war nur die Gedanken, die Rede und die Taten. Fazit, was wir sehen hier ist, die Kleidung sagt mir auch, wer ich bin. Die Kleidung ist nicht mich. Aber wenn ich die Kleidung, die ich trage, erzählt mir auch, wer ich bin und wer ich sein soll. Und das gilt bei der materiellen Kleidung, der physischen Kleidung und auch bei der spirituellen Kleidung. Und in diesem Sinne sollen wir immer sich schön einkleiden mit dem Gedanken, dass wir wollen den Ausdruck bringen von Hashem in dieser Welt und auch ein Selbstbekenntnis zu wer ich bin. So, schöne Kleidung und schönen Abend.